Und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei unser Sammlerteam. Es ist nicht Sonntag, aber Halloween. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich heute am Donnerstag zu einem Überraschungsvideo. Heute ist nämlich der 31. Oktober und damit Halloween. Da es allerdings schon einige Jahre keine Ü-Eier zu Halloween in Deutschland mehr gibt, habe ich mir heute etwas Besonderes für euch einfallen lassen, nämlich Fremdfiguren. Und die sind in diesem ganz, ganz tollen Automaten. Wie ihr vielleicht schon seht, verschiedenfarbige Kapseln mit tollen Halloween-Fremdfiguren und diese werden wir heute öffnen, heute hier bei unser Sammlerteam an Halloween 2024. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Halloween-Tag oder auch Abend. Besucht uns doch gerne auf unserer Webseite www.unser-sammler-team.de. Alles rund ums Überraschungsei, aber auch Fremdfiguren. Über 24.000 Bilder auf 3.400 Seiten und Europas größtes Überraschungseiforum. Und jetzt geht es los, ihr Lieben, mit dem neuen Halloween-Video 2024 hier bei unser Sammlerteam. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser tollen Fremdfiguren-Serie. Los geht's!
also unser Halloween-Spezial 2024 mit den Fremdfiguren. Ich finde das so genial. Also es sind 6 Kapseln und 6 Figuren. Wir hatten auch 6 unterschiedliche und es gibt einmal dieses Hellblau, das Gelb und dieses, ja, Flieder, würde ich sagen. Und die Kapseln sind also wie beim, oder ähnlich wie beim Überraschungsei. Man hat dann hier hinten einen Steg, das ist allerdings sehr viel dünner als die Kapseln, die wir jetzt vom Überraschungsei her kennen. Richtig genial finde ich halt diesen Automaten. Ich zeige euch den nochmal. Also ihr habt ja hier dieses Drehrad, hier kommt ja die Überraschung raus, die Kapsel, und ihr dreht dann hier dran. Und ihr könnt das aber auch wieder befüllen. Hier ist so ein, ja, das kann man hier eindrücken aus Pappe. Und dann könnt ihr den Automaten immer wieder befüllen und könnt dann halt dran drehen und es kommt dann eben eine der Kapseln mit den Halloween-Überraschungen raus. Ich habe sowas vorher noch niemals gesehen, also wirklich. Und ich kenne ja die ganzen Halloween-Sachen, die wunderschönen, die es von Ferrero gab im Ü-Ei. Und das ist für mich was völlig Neues hier im Fremdfigurenbereich. Sind recht nette Figuren, muss man sagen. Sie passen ja zu Halloween. Der Geist erinnert mich sehr stark an Super Mario, falls ihr das Spiel kennt. Ich finde, die Figuren passen sehr gut heute zu Halloween. Sie sind nicht zu gruselig, wirklich nett gemacht, also recht hübsch. Für mich wirklich etwas, was sich gelohnt hat, obwohl ich nicht so viele Fremdfiguren sammle. Aber mir gefällt das richtig gut. Und halt auch die Idee, man kann diesen Automaten wieder befüllen. Man hat halt immer wieder den Spaß, die Kapseln, die Figuren rauszuholen. Und die Figuren selber machen doch einen ganz vernünftigen Eindruck, finde ich. Also richtig, richtig schön geworden. Bilder der ganzen Sachen findet ihr natürlich dann heute auch bei unser Sammlerteam www.unser-sammler-team.de und natürlich auch im Forum und den News. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Halloween-Abend und wir sehen uns morgen und zwar um 10 Uhr hier wieder bei Jeden Tag ein Ü-Ei. Für heute wünsche ich euch alles Liebe, kommt gut in den November. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, wie verbringt ihr Halloween und wie findet ihr eigentlich solche Fremdfiguren und so einen Automaten, die Idee dahinter. Schreibt gerne rein. Wir sehen uns dann morgen hier wieder. Alles Liebe, euer Stefan von unser Sammlerteam. Macht's gut und Happy Halloween.